schön das aussieht, das Bild, ne? So, wir haben Tag. Tag, keine Ahnung, 27 vom Überleben. Und unser Bötchen müsste ja hier sein, genau. Oh, da ist noch Glas. Glas nehme ich mit. Glas ist echt selten. Ich weiß nicht, ob man später selber Glas anbauen kann oder beziehungsweise herstellen kann. Mit einmal den Dings abklappern, den Strand. Denn am Strand liegt Sand. Und da war schon wieder Glas. So, ich glaube aber hier ist... Ja, hier liegt glaube ich nichts. Okay. So, da ist noch ein Fass. Das hätte ich jetzt beinahe übersehen. Ach, wir hatten letztes Mal das Thema im Stream. Ist jetzt auch ein paar Tage her, glaube ich. Mit physischen Versionen und digitalen Versionen von Spielen. Ich bin ein Freund von physischen Versionen, da ich auch ein Sammler bin. Und das Thema ging los im Stream, weil Remedy, der Hersteller Remedy, hat quasi, das neue Alan Wake ja angekündigt. Und ich bin jetzt gerade aktuell im Stream den ersten Teil am Spielen, weil der völlig an mir vorbeigegangen ist. Ich muss sagen, es gefällt mir sehr. Alan Wake macht Spaß. Aber ich will unbedingt noch den ersten durchspielen. Das mache ich jetzt aktuell im Stream, bevor der zweite Teil kommt. Und da hatte Remedy gesagt, die verzichten auf eine physische Version. Bin ich persönlich ein bisschen schade. Ich hätte gerne was in der Hand. Also, du verstehst, was ich meine. Ich hätte gerne mal was in der Hand. So, nein, Quatsch. Ich hätte gerne was fürs Regal stellen, fürs auch mal spielen, wenn ich nicht online sein muss. Verstehst du? Weil ich finde das mal schade, weil im Prinzip, du besitzt das Spiel. Du hast was in der Hand. Bei digitalen, du hast es nur auf einer Plattform. Was ist, wenn die Server mal streiken? Was ist, wenn du dein Passwort mal verliest? Oder sonstige Sachen. Du hast es nicht mehr. Weißt du, wie ich meine? Du bist da halt so gebunden. Das ist ja genauso wie bei Netflix oder sonstigen Konsorten. Na? So. Dann halten wir hier mal. Und das finde ich immer ein bisschen schade, wenn da keine physischen Versionen gibt. Und gerade Alan Wake bietet sich ja auch an, eine Collectors Edition vielleicht sogar zu machen. Die ich ja auch sammle. So. Aber der Trend wird natürlich dahin gehen zu Cloud Gaming, glaube ich. Das wird, glaube ich, so die Richtung sein. Hier waren wir, glaube ich, schon mal, ne? Kann das sein? Die Musik. Es regnet, ja. Oh, da ist Glas. So, wir kommen gut voran, ne? Jetzt mittlerweile sind wir im Game. Und keine Angst mehr haben. So. Erstmal hier. Auf der Insel waren wir ja schon. Erstmal hier abfrühstücken. Das ist ja unsere Hauptinsel hier. Ne? Genau, da ist unser Bett. Oh Gott, wie viel da noch gibt. Holy shit. Das ist ja noch riesig. Da ist wieder Clay. So. La, 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 la. Ich dachte, da liegt Glas. Da ist aber nur ein Schatten gewesen. Ein Schatten seines Daseins. So, da drüben ist Clay. Nehmen wir mit. Jo. Dann erstmal hier. Nochmal gucken, bevor wir rübergehen. Was ist nochmal Clay? Was ist denn hier los? Ganz schön Clay hier. So. Oh, wie schöne Feuerstelle. Das ist ja supi. So. Aha. Da ist er weg. Ich frage mich, ob es noch andere Gegnertypen später gibt im Spiel. Oder ob es bei denen bleibt. Wir waren ja schon mal, oder? Ja, doch, wir waren ja schon mal. Ist das alles respawned?
Hier oben? Wo haust du hin? Ganz schön Action hier. Auf der Insel. Ich vernichte euch alle, ich befreie euch hier. So. Geister der Gegenwart. Warte mal, jetzt mal gucken. Hier oben ist noch eine... Aber das kommt mir so bekannt vor, als wären wir schon mal... Ach, Stone is full. Stein war da drin. Waren wir schon? Ich meine, wir waren hier schon, oder? So. Ich frage mich, was wir mit der dunklen Materie machen können. Hier ist ein Steg. Ha. Hui. Sehr schön. Hoppala. Wo ist denn die Höhle? Da unten. Okay. Mal gucken wir erstmal hier oben. Vielleicht ist ja irgendwo hier noch Glas am Liegen. Aber die Insel sieht so ähnlich aus, als wie die, wo wir schon mal waren. Ist ja auch schon jetzt ein bisschen länger her, wo ich gespielt habe, wie gesagt. Kann ja sein, dass der Flixi aus der Vergangenheit hier schon mal war, aber wir noch nicht. Deswegen gehe ich nochmal gucken. Da, guck mal hier. Da liegt auch Glas auf dem Stein hier, ne? Glas. Oh, hier ist nochmal Clay. Sehr schön. Ja, supi. Yay. So. Müsste hier eigentlich irgendwo sein, die Höhle, ne? Hier ist der Strand. Okay, weiter unten. Clay. Clay. Ein Haus voll Clay. Und ich bin so Shay. So. Da, 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 da. Ach, die Musik ist immer so schön. Erinnert mich auch ein bisschen an eine Zombie-Apokalypse. Okay, wir müssen weiter nach unten. Was ist hier oben? Achso, nichts. Okay, ich dachte erst. Hätte was gesehen. Hätte Fahrradkette. Haben wir eins... Hä? Wir haben nur eins... Hä? Wir haben noch einen gekriegt? Wir haben schon wieder einen Bug. Das gibt's doch nicht. Wie soll ich denn jetzt leveln? Wie soll ich denn jetzt leveln, wenn ich keine 4 oder 3 zusammenkriege? Das ist ja blöd. Das heißt, ich werde niemals hier skillen können. Das ist ja kacke. Und das Spiel wird wahrscheinlich nicht einfacher beim Kämpfen, oder? Na, sieh mal einer an. So. Da, da, da. Ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. Da drüben liegt der Clay und hier die Fackel mit mir. La 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 la. So. Wo sind wir denn jetzt hier auf der Karte? Wir sind... Okay, da, die Richtung müssen wir. Dann gucken wir noch mal. Hier soll die Höhle sein. Da! Tatsächlich, das ist die Höhle. Da waren wir schon mal. Ich entsinne mich. Ich entsinne mich. Waren hier nicht so Spikes gewesen, wo ich reingelaufen bin? Na, sammel das rein. Hallo. Ja, hier die Spikes, da bin ich noch reingelaufen. So, wir öffnen die Höhle. Du, 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 du. Fliegt der Vogel direkt durchs Bild. Jetzt wird's spannend. Naja, dann schauen wir mal, was uns in der Höhle so bevorsteht. Light bonfires in caves will help restore... Your Hilf. Ach so. Ach krass. Tarragon City.
So, dann wird mal spannend, was wir hier so alles finden. Wir müssen auch aufpassen auf Fallen, ne? Wir haben ja letztes Mal auch Fallen erlebt. Oh, moin. Oh, ein großer. Ah. So. Das heißt, wir werden ja auch eine Endarena haben. Oh, da oben liegt Gold. Wie kommen wir da hin? Oh nein, ich war fast oben. Ja, 5 Gold. Naja, immerhin, ne? Für 5 Gold gehe ich da hoch. So, hier irgendwas drin? Nö, okay. So, hier können wir leben quasi. Restoren. Oder nur an den Feuerplätzen. Oh, Alter, was? Oha. Jetzt probiere ich das aus. Light up. Jo, wir heilen. Tatsache. Tatsächlich heilen wir da. Das ist ja witzig. Gut zu wissen. Also nur an diesen Fireplaces hier, an diesen Feuerschalen, an den Lampen glaube ich nicht. An den Lala-Lampen. Lala-Lampen. Lampenschirm. So, ich mache trotzdem Licht an, weil es einfach cool aussieht. Da ist eine Kiste drin. Hallo? Kommt er hier rein? Nein. Haha. Wer davor steht und wartet. Was ist denn? Willst du was von mir? Ha! Ich kann durch die Wand dich hauen. Du mich nicht. Haha. So. Was haben wir hier drüben? Haben wir irgendwas verpasst? Nö. Okay. Wir sollten was essen, ne? Ich sehe es gerade. So, jetzt sind wir auch so gesättigt. Ich finde es gut, dass das Essen und generell das Essen jetzt nicht so überhand nimmt hier. Uah. So, dann leiten wir. Uah, nein, uah. Gott, da bin ich aus Versehen auf Escape gekommen. Voll überfordert. Oha. Also wenn die in Massen kommen, das ist aber schon ein bisschen tricky, tricky. Die mit dem Blitzen und der Große und so. Lass mal den Müll wegräumen hier. Boah. Stone ist full, ja. So, hier können wir uns heilen. Jo, jo. Wir heilen uns da, alles klar. Hallo, moin. So, wo geht's denn hier hin? Bevor ich jetzt da oben lang latsche. Aha. So, ich weiß jetzt nicht, ob es hier weitergeht oder oben. Ich gehe trotzdem erstmal nochmal oben gucken. Und hier ins Häuschen. Hier ist aber nichts, okay. Ich frage mich, wer hier unten wohnt mit den Monstern. Oder haben die hier mal gewohnt früher? So, Level up. Wir haben immer noch einen Fähigkeitspunkt. Das ist doch ein Hohn, ist das doch. Wir kriegen keine Levelpunkte mehr. Gar keine mehr. Das heißt, wir müssen jetzt hiermit überleben, mit dem, was wir haben. Das ist ja ganz toll. Toll, das heißt, ja. Ihr wisst, was es heißt. Ist ärgerlich, ne? Ist doch ein bisschen ärgerlich. Dachte jetzt, ach komm, wenn mal vielleicht nur einer oder so. Aber jeder Skillpoint ist ja jetzt davon betroffen. Das heißt, wir können nicht mehr leveln. Das ist ja blöd. Wieso hab ich immer so ein Pech? Wie kann man so ein Pech haben mit Spielen? Das ist halt...
Wieso habe ich so ein Pech? Da ist jemand drin. Aber der kommt ja nicht raus. Solange die Tür zu ist, ist alles gut. Der ist einfach zu blöd, die Tür zu benutzen. Hallo. So, hier ist Gold drin. 3 Stück. Naja. Egal. Egal. Lalalala. Was kann man denn hier machen? 50. Oh, lol. Okay. Müssen wir wohl machen. Weil sonst... Wo geht's hier hin? Humpala. So, Moment. Haben wir gleich. So, das haben wir auch. Dann zünde ich immer an. Jetzt mal... Achso. Dachte schon, wo kommt der her? Haben doch alles erledigt. Geht's denn hier weiter? Dann müssen bestimmt die... Wahrscheinlich, wenn man den Rucksack nicht hätte oder so, dann müsste man jetzt erst den Rucksack wieder farmen, aber den haben wir ja. So, ich nehme Kohle natürlich mit. Und Kristalle auch. So. Das haben wir. Da wieder die Pilze. Für eine gute Suppe. Eine Pilzsuppe. Oh, lecker. So eine schöne Champignon-Rahmsuppe. Mmh. Könnte ich jetzt essen. Hätte ich jetzt Bock drauf. Bin ich jetzt echt durch die Wand geglitscht? Das ist jetzt blöd. Ich wollte schon sagen. Okay. Wir haben einen Wandglitch entdeckt. Ich dachte jetzt erst, da wäre so ein Bonusraum oder so. Dilling, dilling. Bonus. Was hier? Nichts. Also müssen wir die Brücke reparieren. Alles klar. Sehr schön. Ah, Mist. Ich dachte erst, wir haben einen Bonusraum gefunden. Mann, das wäre so schön. Aber sowas gibt es hier, glaube ich, gar nicht. So, dann repairen wir mal. Sehr schön. So, da ist eine Falle. Wo geht's hier hin? Sag mal. Okay, nirgendwo. Oh, oh nein, Alter. Ich sag noch, da ist eine Falle. Okay, das heißt, wir haben jetzt quasi alles vor uns. Den großen Kampf ever. Boah, was zur Hölle? Haben wir alles? War es das? Alter, es war ja voll gemein mit den Fallen. Hier sind auch Fallen. Wie gemein das war. Alter. Leck mich fett. War es das gewesen? Das war doch noch nicht alles, oder? Das war doch noch nicht alles. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das war zu einfach. Das ging irgendwie zu schnell und zu einfach. Aber man kann auch wieder zurück anscheinend jetzt. Da kommt doch bestimmt noch was. Das war bestimmt die Zwischenarena. So, was haben wir hier? Amor Shield. Oh Gott, Shield. Aha. Take. Forgotten Shield unlocked. Kann ich das jetzt, grab to equip. Aber wie? Ach so. Ach so, hier Sonnenschild ist das. Oh lol. Das ist ja... Ach so. Ich dachte jetzt erst... Oh Gott, lol. Okay. Ich dachte jetzt erst, das wäre hier so ein Schild zum Anziehen. Aber man ist da langsamer mit, ne? Okay. Aber das war noch nicht alles. Da würde ich mir wetten. Das Schild hat man nicht umsonst bekommen. Das Schild haben wir nicht umsonst bekommen. Die Höhle ist nämlich noch größer hier.
So, wir sind, stehen kurz vorm Levelaufstieg, will ich nur kurz sagen. Ah, hier ist das Schild auch drin. So, Level up. 2 Punkte. Ich will leveln. Unlock geht nicht. Hier. Base Damage Unlock. Müssen wir 3 Fähigkeitspunkte haben.